Claudia Kempfert, Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Strompreis wird wohl nicht sinken. Was heißt das für den Verbraucher? Verbraucher, dass es auf jeden Fall teurer werden kann, denn insbesondere weil so viele Industrieausnahmen ja immer noch da sind oder sie sogar noch erweitert werden, heißt es einfach, dass es für die Haushaltskunden und auch für kleinere Unternehmen dann teurer werden kann, insbesondere weil man auch an den zwei wichtigen Stellschrauben bei den Industrieausnahmen oder auch beim Börsenstrompreis gar nicht angesetzt hat. Viele Unternehmen können sich über weitere milliardenschwere Rabatte freuen. Hätte man die Betriebe nicht noch stärker in die Pflicht nehmen müssen? Ich denke schon, dass man sie hätte noch stärker in die Pflicht nehmen müssen, insbesondere weil es ja so sehr zu Lasten der Privathaushalte geht. Denn gerade Unternehmen profitieren im Moment von den stark gesunkenen Börsenpreisen. Die sind in Deutschland so niedrig wie nie und auch wie im europäischen Vergleich nicht. Und insofern haben hier viele Unternehmen einen deutlichen Vorteil und hätten auch mehr für die EEG-Umlage zahlen können. Die Solarwirtschaft klagt, umweltbewusste Unternehmen würden jetzt mehr zur Kasse gebeten, Klimasünder dagegen entlastet. Werden mit der EEG-Umlage falsche Signale gesetzt? Ich denke schon, dass man hier falsche Signale setzt, insbesondere weil es ja durchaus Sinn macht, dass man auch die Eigenstromerzeuger stärker mit in die Bezahlung hineinnimmt. Aber man tut das einseitig nur bei den erneuerbaren Energien, wo es am wenigsten Sinn macht. Gerade die Hersteller und Anbieter von konventionellen Energien oder auch Kohleindustrie hätten hier stärker mit einbezogen werden müssen. Also hier gibt es eine Schieflage zulasten der erneuerbaren Energien, die man leider nicht aufgelöst hat. Noch immer kommen ja 1.600 Unternehmen in den Genuss von den Rabatten. Sind das nicht immer noch viel zu viele? Es sind viel zu viele. Wir haben errechnet, dass es 900 sein müssten, wenn wir wirklich eine faire Lastenverteilung haben wollen würden. Im Moment ist es ja sogar so, dass fast alle Unternehmen dennoch in Genuss dieser Ausnahmen kommen. Sie werden nur stärker, nicht weniger stark hier belastet. Und das ist natürlich nicht wirklich fair, denn viele Unternehmen könnten durchaus mehr leisten und tun es leider nicht. Dankeschön, Claudia Kempfert in Berlin.